Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft FeeDzeBeeZ Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. Ich habe zwar, glaube ich, wenn die Folge gestern kam, habe ich zwar gestern gesagt, es wird jetzt wieder ein bisschen dauern, bis ich aufnehmen werde, aber naja. Es ist im Grunde genommen ein Tag. Also nicht mal mehr ein Tag, ein halber Tag. Ich habe gestern Abend aufgenommen und ich nehme heute Abend weiter auf. So. Der Reaktor ist super am Laufen hier. Ich habe den jetzt. Lol. Hört man ganz leicht. Dieses Kritzeln von einem Geigerzähler ist mir noch nie aufgefallen. Ja. 21 depleted Uranium Fuel Rods haben wir jetzt. Das Ganze wurde jetzt auch hier wundervoll automatisiert. Ich habe gesagt, komm, das ist eine Pile of Lead Dust. Wir werden nie im Leben so viel Lead brauchen, dass wir das jetzt noch ausquetschen müssen. Ja, Quatsch, Uranium wird jetzt hier rüber geschickt. Generell hier. 400 Uranium-Cells, also Quad. So, eigentlich könnten wir jetzt schon weitermachen mit direkt mit den MOX-Reaktoren, aber es brauchen wir momentan noch nicht. Na, Moment. So. Jetzt gehen wir aber auf jeden Fall erstmal zum nächsten Achievement über. Weswegen jetzt wir einmal die hier reinschmeißen, den Thermal Centrifuge. Und die braucht natürlich etwas Hitze. Oder, oh ne, die Hitze hat er ja. Wird aber etwas dauern, weswegen ich jetzt mit meinem technischen Bildungsauftrag komme. Was haben wir denn heute? Bildungsauftrag. Ah ja. Bildungsauftrag, wie ist das Wort Kohlenschatten? Also, damals die alten Ägypter, kennt ihr ja, ne? Die hatten ihre Probleme mit dem Alphabet, deswegen haben die so wundervolle Buchstaben in Zeichen umgewandelt. So. Das Problem ist dann dadurch gewesen, die hatten kein ordentliches Bild für den Buchstaben Q. Also. Was macht der kluge Ägypter? Richtig. Der nimmt das, den Buchstaben Q, versucht was reinzumeißeln, war scheiße, wirft es in den Fluss. So. Dieses missbrauchte Stück vom Fluss ist dann weitergeflossen und irgendwann kam das dazu, oder das überall da, wo es vorbeigeflossen ist, das Papyrus entstand, was wundervoll abgebaut wurde, zu Papier verarbeitet wurde, in andere Länder exportiert wurde. Und da ist passiert gerne mal in den Pflanzen, da werden gerne mal Eier abgelegt. Ah, und mittendrin war ein Ei von dem Buchstaben Q. Da hat er es ausgewachsen und die Kuh schatten. So. Ich hoffe doch, dass ich euch hiermit wieder weiter bereichern durfte. Und wir haben unsere ersten Tiny Piles auf Uranium. Boah, wenn das irgendeiner hört, ich werde sofort in die Klaps eingeliefert. Na, kommt schon. Jawohl. Plutonium. Und hiermit haben wir das nächste Achievement. What doesn't kill you can be exploited for science. Und wir haben die IC2 Wrench. Boah, sehr schön. Es geht voran, Mädels. Der Tisch ist langsam schon voll. Es sind noch zwei Plätze für zwei Feen. Was kann denn da doch kommen? So oder so. Ja, die Certus Quartz Ranch, das ist jetzt unser nächstes Ziel. Ja, Engineering sind wir noch weit von weg. Ja, hier die Magie-Mods, naja. Also, ich bin ehrlich, ich will das so machen. Ich will jetzt hier einmal bis zum Ermese-Ziel machen. Weil bei meinem System haben wir dann auch schon automatisch die Generation für Solar Panels und so weiter. Iridium und so weiter, Iumeta. Und da das dauern wird, werde ich dann in der Zwischenzeit anfangen mit den Magie-Mods. Hoffentlich ist das jetzt verständlich für euch. Weil, naja, es kostet alles Zeit, bis wir irgendwann mal da so sind, ne? Aber naja. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ich wollte ein paar Overclocker-Upgrades machen. Wie kommen wir jetzt zu Overclockern-Upgrades? Ganz einfach. Wir brauchen hier eine Kulanzzelle, das ist immer noch scheiße ausgedrückt. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal kurz so. Wir brauchen nämlich in der Fluid Canning Machine brauchen wir eine mal Wasser mit Lapis oder Zudisast und wir haben eine Kulanzzelle. Oder dann ein wesentlich einfachen Weg, den ich gestern erst kennengelernt habe. Wir nehmen Distilled Water und einen Lapis-Tast. Und ich würde ganz ehrlich sagen, das machen wir. Und zwar brauche ich dafür erst einmal ein Reservoir. Ne, kennt ihr ein Reservoir? Braucht mal Glas und Quarz. Quarz haben wir. Ja, Happy Birthday. Ach, Moment. Ja, geil. Geil.
Also manchmal frage ich mich, was mit meinen Leuten auf dem TS abgeht. Kommen auf den Server, stupsen mich an, verpissen sich. Wie viel Plutonium kriegen wir jetzt eigentlich raus? Wie geht das hier noch? Wir können heute unser, so gesehen, unser erstes Iridiumstück fertig machen. Wir können, ja, das sieht gut aus. Mox, Mox und, ja, das, ja. Gut, in der Zwischenzeit kann ich ja das schon mal hier weitermachen. Ja, ich habe ein paar Platten vorbereitet, wie ihr seht. Weil, naja, ich brauche verdammt viele Platten für Le-Atomreaktoren. Und ich kann euch schon mal sagen, das wird nicht unglaublich viel besser, wenn wir bei den MOX-Reaktoren sind. Ich glaube, da werde ich endverzweifeln. Wobei, ich nehme einfach das ganze Glas mit. Weil ich weiß nicht, was gleich noch kommen wird. Ich könnte bald eigentlich auch schon mal anfangen mit der, sammel schnell. Ach stimmt, das hat ja viel, sollen wir das Rezept gebraucht. Mit der Koppelgeneration für die Creative Strongbox schon mal, weil das wird ja schon noch dauern. Aber naja, da würde ich noch ein bisschen mit warten. So, ich weiß noch nicht wirklich, wo ich das hinpacken will, aber ich glaube, da klatsch ich einfach mal hier hin. Wobei. Habe ich ein Bildersound dabei? Ja, komm, das packe ich jetzt vorerst mal hier hin. Das würde ich aber dann auch noch schön aufbauen. Macht das direkt in Föhn. Ja, ist ja gut. Wird eh nicht passieren. So. Einmal so unendliche Wasserquelle haben wir. Dann Crescent Hammer Output. Und jetzt brauchen wir etwas. Wir brauchen Solar Distiller. Genau. Solar Distiller. Da brauchen wir jede Menge Glas, Universal Fluid Cells und Basic Machine Casings. Davon können wir eigentlich mal 8 Stück machen, weil die sind verdammt langsam und Strom verbrauchen die nicht. Die verbrauchen nur Sonne. So. Man nehme so ein Stack mal. Basic Machine Casings. Was brauchen wir für die Fluid Cells? Alles klar. Ach, Tin fehlt gerade. Also Adaptive Casings. Ja, komm, dann schieben wir das hier mal zwischen. Ja, komm, das reicht gerade wieder. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Eigentlich müssten wir auch bald mal anfangen mit dem VAT für Plastik. Ja, komm, wir machen jetzt einfach mal so weiter. 10 Stück, das passt. Zack, zack. Sehr schön. 5 Stück haben wir. So, die packen wir jetzt einfach mal hier ran. Und das füllt sich auf. So. Die Soda Distiller produziert jetzt gar nichts, weil Nacht ist. Scheiße, die Soda Distiller sind kaputt. Nein, Domme, es ist Nacht. Die Sonne ist uns verloren. Wir werden alle sterben. Nein, Domme, es ist Nacht geworden. Beruhig dich. Erstmal immer vom Schlimmsten ausgehen. So, jetzt sollte es aber klappen. Jawohl, wir kriegen Distilled Water. Ihr seht schon, das ist verdammt langsam. Na,
füll dich, füll dich, füll dich. Sehr schön. So, dafür, damit wir dann jetzt aber wirklich weitermachen können und auch einfach das gespeichert wird, machen wir jetzt erstmal hier ein paar von den Dingensen. Ne? Das reicht sogar noch, wenn wir jetzt gleich hier die haben. Dann hole ich mal ganz kurz ein bisschen Stiel. So 6 Stück. Warum hole ich Stahl? Weil wir das Water auch irgendwo auffangen wollen. So, so. Und so. Und dann noch einmal. So. Sehr schön. Dann haben wir ja einmal so einen Ring drum. Das war jetzt perfekt. So. Dann brauchen wir Fluidukte. Fluxplate? Ne, 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 ne. Superlamina Fl. Ja. Hardened Fluid Duct. Brauchen wir ein Hardened Lumiumglas. Ja, brauchen wir Inverblenden. Ja, geil. Ich meine, ist jetzt nicht das Thema, ist einfach nur nervig. Ich mache einfach generell schon mal so ein bisschen Inver. Und dann mache ich schon mal die Drum fertig. Ach, verdammt. Sorry, ich habe da noch was vergessen. Wir brauchen ja noch einen Kaldron. Ne? Hier so ein Kauldron. So. Ne Drum. Darum, da, 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 darum, da, 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 darum. Und die packe ich jetzt einfach hier hin. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich die Template nehmen kann, weil Problem ist, wobei das will break if content is extremely hot or cold. Ist das ein stinknormales Wasser? Probieren wir das einfach mal. Ich meine, so teuer war das ja jetzt nicht. Ich habe kein Hardened Glass mehr. Ich habe kein hartes Glas mehr. LED. Oder habe ich hier eine Truhe noch? Ich habe noch hartes Glas. Sehr schön. Dop, dop. Dop, dop. Dö, 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 dö. 30. Von denen will ich eigentlich auch nicht so viel machen. Weil die sind eine maximale Bette. Sehr schön, das Iron kriegen wir ja recycelt, stimmt ja. Neun Tiny Pile of Plutonium. Super, neun Plutonium. Das heißt, wir könnten eigentlich mal anfangen, jetzt demnächst mit und so, ne? Verstehst du, ne? Gut, ich auch nicht. Da schicken wir mal eins weiter. So, und dann einmal hier die ganzen unnötigen Verbindungen würde ich weghaben. Ich will das natürlich immer so ein bisschen sauber halten. Ich hasse das. Dup, dup. Extract. Ignored. Kein Rotsteinsignal. Und wir bekommen Distilled Water.
So, das kannst du jetzt eigentlich mal laufen lassen. Wenn du davon der Drum voll hast, dann bist du schon gut dabei. Wir machen aber dann noch die restlichen Servos. Was brauchen wir noch dafür? Iron, Enderium und Redstone. Ne, hier habe ich Enderium. Machen wir nochmal 10 Stück. Die kannst du eigentlich immer mal auf Vorrat halten. Und Iron Nuggets. Und dann 10 Stück von dem. Dup, dup. Dup, dup. Dup. Ignored. 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 Und, wer es erwartet, ignored. So. Wir haben dann schon ein Water, ein Water Bucket, ein Bucket Distilled Water. Gibt es kein Distilled Water Bucket? Tatsache. Okay. Ich meine, ein Problem ist das jetzt nicht. Wir können das ja dann einfach später weiterleiten in die Fluid Canning Machine. Ja. Ich kann überleben. Bedrockium. Lohnt sich da schon irgendwas von zu machen? so wie das aussieht, nicht wirklich. Das Rezept ist ja dasselbe, genau. Ja gut. Würde ich sagen. Das Iron, das werde ich mal kurz einschmelzen. Und das werde ich dann wieder rückleitend da drüben in die Farm reinschicken. Weil dann, was ich schon gemerkt habe, da kriegt man super recyceltes Zeug. Zeige ich mal ganz kurz. Quad Fuel Rod. Wir brauchen für eine Quad Fuel Rod 3 Plates, also 3 Iron. Und kriegen aus einem Depleted kriegen wir. Warte mal. Also es ist jetzt ein bisschen rückläufig, merke ich gerade. Wir brauchen hierfür eine. Ein Iron. Ne? Hier über das Rezept brauchen wir zwei, das ist schon klar, aber so brauchen wir nur eins. Und hierüber kriegen wir sechs wieder. Das heißt, wir würden es in dem Sinne verdoppeln, aber was ich gerade merke, es ist, wir kriegen ein weniger raus, weil wir brauchen noch für die Fuel Rods brauchen wir ja noch. Ich meine, ist jetzt nicht das Thema, wir kriegen das später auch noch so wundervoll schön automatisiert mit AE2. Machst du hier einfach so eine Crafting Card und sowas rein. Ja. Aber bisher bin ich mal zufrieden. Nochmal ganz kurze Erklärung für die, die es nicht bekommen haben. Hier kommt von drüben, von der Sieberei, kommt das Crushed Uranium nur an. Nur das. Wird dann automatisch weitergeleitet hier rein, wo es gewaschen wird. Das haben wir gerade da wundervoll gesehen. Saunders geht hier rein, das können wir bestimmt brauchen. Tiny Pile of Lead schmeiße ich sofort weg. Das wird dann über ein Ejector Upgrade sofort weitergeschickt in die Thermal Centrifuge, wo es geschickt wird, gereinigt wird in Uranium 238, wo wir schon 12.000 haben. Und hier Tiny Piles. Und dann kommen hier jeweils ein Stack Uranium 238 und ein Stack Tiny Pile of Uranium 235 rein. Was dann hier runter geht. Also es wird so ein Uranium Nuclear Fuel. Es kommt da rein und wird gespeichert. Seht ihr, wir haben jetzt 2169. Dann hier mit Eisen und Copper werden Copper Plates gemacht, jeweils ein Stack. Iron Plates, ein Stack offiziell. Und hier ein Stack Fuel Rods. Weil hier, da soll nur jeweils ein Stack in Enriched Nuclear Fuel rein, was genau nur geht, und ein Stack Fuel Rods.
Das Ganze geht dann hier rein. Die Fuel Rods, ein Stack. Copper Plates, ein Stack. Und Iron Plates, offiziell ein Stack. Das Gute ist aber, der eine Stack Iron wird hier nie zu Ende gehen. Das heißt nur, hier ist der Knackpunkt. Hier ist das, ja, ich weiß nicht, ob man das Bottleneck wirklich bezeichnen kann. Wenn hier voll ist, wird der ausgeschaltet, weil der voll ist, weil er nichts mehr produzieren kann. Siehe, na, siehst du jetzt den Moment? Auf jeden Fall. Und dann kann der in Ruhe weiter Plates produzieren, die dann einfach hier rausgesaugt werden. Und alles, was wir hier übrig haben, kommt einfach hier rein. Ja. Ich würde sagen, dann läuft. Fehlt nur noch, wenn wir jetzt bald mal. Ah ja, die Resonant Energy Cell ist auch mittlerweile mal randvoll. Generell bin ich auch wirklich langsam mal dafür. Ich weiß nicht, ob ich das offscreen machen werde oder in der Folge. Aber das hier will ich umbauen. Das gefällt mir gerade nicht so wirklich mehr. Muss man mal schauen. Aber wie gesagt, schauen wir. Muss man mal schauen, aber wie gesagt, schauen wir mal. Alles klar. Gut, bevor ich noch mehr Schwachsinn laber, höre ich das einfach hier auf. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst krachen und tschüss.